Durch die gläserne Decke – Frauen in Männerdomänen. So der Titel des Buches von Dr. Elisabeth Welzig, welches passend am Weltfrauentag in der Montagehalle der Firma Ziegler Stahlbau vorgestellt wurde. Die Autorin berichtet darin über Frauen, welche in typischen Männerberufen Karriere gemacht haben, Betriebe leiten und ihren Alltag als Führungskraft unter Männern meistern. Die Landesleiterin der ÖVP Frauen lud anlässlich des Weltfrauentages zu einer Buchpräsentation mit anschließender Podiumsdiskussion zum Thema Frauen in Männerdomänen und konnte über 90 interessierte Frauen im Stahlwerk Ziegler in Salzburg Süd begrüßen. Ja, ich freue mich darüber, dass ich am Weltfrauentag was sagen darf. Bewusstseinsarbeit ist schon, glaube ich, sehr, sehr notwendig und es geht einfach darum, in eine partnerschaftliche Gesellschaft mit gleich verteilten Rechten und Lasten hineinzukommen und trotzdem die Unterschiedlichkeiten nicht auszutauschen oder zu vertauschen, sozusagen Frauen maskuline Attribute beizumessen und Männern feminine. Das ist sicher nicht Sinn und Zweck. Dr. Elisabeth Welzig stellte ihr Buch vor, indem sie über die Lebensgeschichte von mehr als 30 Frauen berichtet, die nach 1945 berufliches Terrain betreten haben, das bis dahin ausschließlich Männern vorbehalten war. Der Grund war eigentlich eine gewisse Motivation der jungen Frauen, dass man irgendwie mal festhält, es gibt Frauen, die haben es geschafft. Was nicht, es muss jede Frau ihren Weg gehen natürlich, aber trotzdem ist es ganz schön, wenn man sieht, es gibt welche. Ne? Die haben die gläserne Decke zwar nicht jetzt mit Gewalt durchbrochen, aber sie haben dran gerüttelt und sie hat zu bröckeln begonnen, sagen wir so. Für welche Zielgruppe wurde das Buch geschrieben? Alle Frauen, die vor einer Berufsentscheidung stehen und die leider nach wie vor sehr oft in diese drei Sparten ausgeht. Es ist nach wie vor ein Großteil der Mädchen, die Bürokauffrau, Einzelhandelskauffrau oder Friseurin werden. Dass sie vielleicht, bevor sie so eine Entscheidung machen, die ich damit nicht diskriminieren möchte, aber überlegen, ob es nicht doch was anderes gäbe. Mich freut es ganz besonders, dass wir jetzt diese Veranstaltung bei uns in diesem Haus, fast in meinem Zuhause, haben können. Das war die Idee von der Frau Dr. Ballauf, die eben gesagt hat, also wir sind drei Damen, die in diesem Buch von der Frau Dr. Welzig vorkommen. Und sie hat gesagt, das würde ja gut passen, wenn das in einer männerdominierten Werkhalle ist. Der Rahmen, glaube ich, war ganz passend, weil das also so ein Widerpart zu dieser weiblichen Veranstaltung, diese männlich dominierte Werkhalle und auch das Werkzeug, das sehr männlich dominiert ist, ist, glaube ich, eine ganz gute Mischung und kommt, glaube ich, ganz gut raus und mich freut es sehr. Die drei Frauen am Podium berichteten über ihren eigenen Lebensweg, wie es dazu kam, dass sie einen Beruf in einer Männerdomäne ergriffen haben und wie sie den Alltag unter Männern meistern. Jede Frau, die hier interviewt wurde, hat etwas ganz Besonderes oder Spezielles gesagt, erlebt, dargestellt. In manchen findet man sich selbst wieder, eine Erfahrung, die man gemacht hat oder wo man sich gut hineinfühlen kann. Es ist keine Frau gleich und kein Weg ist gleich. Aber es gibt viele Dinge, die man positiv mitnehmen kann. Also es ist sehr interessant zum Lesen. Eines Tages kam Frau Dr. Welzig, eine sehr entschlossene Journalistin, zu mir und sagte, sie möchte ein Interview für ein Frauenbuch mit mir machen. Ich habe damals gesagt, ich habe immer ein schlechtes Gewissen gehabt, denn ich war Geschäftsfrau, ich war Politikerin, ich war Mutter und dann irgendwann ist mir mal aufgegangen, wenn ich so weiter tue, mache ich mich krank mit dem immer ein schlechtes Gewissen haben. Dann habe ich gar keines mehr gehabt, sondern ein gutes Gefühl, dass mir gelingt, so viele Sachen miteinander zu vereinen.